Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet. Das bin ich. Ich bin Sarah und heute geht es natürlich wieder um Beauty. Und es geht um ein Thema, das tatsächlich aus euren Favoriten für die Violet Week rausgeflogen ist. Aber das hält mich natürlich nicht davon ab, es trotzdem zu tun. Und zwar kommen wir heute zu meinem Best of Beauty 2020, also meine absoluten Jahresfavoriten. Ich habe wieder so ein bisschen gestöbert und überlegt und nachgedacht, welche Produkte ich über das gesamte Jahr mitunter am liebsten und häufigsten verwendet habe. Und ich konzentriere mich heute auf die kurative Kosmetik. Ich glaube, in Sachen Hautpflege und Abschminken muss ich euch gar nicht mehr viel erzählen. Da gibt es nur zwei Marken aktuell, die ich da nennen könnte. Das sind Yipoda und Beauty Mates. Das wisst ihr, wenn ihr meine ganzen anderen Videos schaut. Und daher begrenze ich mich hier auf die dekorative Kosmetik. Die macht natürlich auch besonders viel Spaß, muss man ja ganz ehrlich dazu sagen. Und wir starten direkt ins Video, weil das wird bestimmt lang. Also lehnt euch zurück, holt euch ein Teechen, genießt den Sonntag. Abend mit mir und viel Spaß. Es gibt ganz, ganz viele Favoriten, die ich auch immer noch habe, die ich auch in jedem Tutorial verwende. Ihr könnt euch auch einfach mal ganz gerne meine letzten Jahresfavoriten anschauen. Es gibt viele Produkte, die wiederholen sich und ich möchte auch nicht euch immer wieder das Gleiche zeigen. Deswegen sind hier auch ein paar Dinge dabei, die neu eingezogen sind, wobei das jetzt nicht heißt, dass das wirklich alle meine Favoriten sind. Ja, ich weiß, ich benutze sehr viel an Make-up. Schichten, Gedöns, was auch immer. Und ich würde sagen, wir fangen irgendwo mal bei Teint an. Ist es jetzt die Frage, ist es eine Foundation oder ist es eine CC-Cream? Man weiß es nicht. Ist es irgendwas dazwischen und vielleicht auch beides gemeinsam? Und zwar von IT Cosmetics Your Skin But Better CC Plus. Das ist eine Color Correcting Full Coverage Cream mit Lichtschutzfaktor 50 auch noch dazu und Hydrating und Anti-Aging Concealer. Also das Ding ist einmal so ungefähr alles fürs Gesicht. Einmal alles bitte retuschieren, ja? Und ich hatte die zuerst tatsächlich als Pröbchen und war auch überrascht, das war recht viel Pröbchen. Also ich habe von den Pröbchen bestimmt, ungelogen, habe ich das bestimmt 10, 15 Mal verwendet. Also das war mal ein ordentliches Pröbchen. Aber musste auch sein, weil die hat ja fast 50 Flocken gekostet. Also von daher, oder 40 glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall musste es dann halt für eine Foundation, das ist schon mittleres High-End-Segment, würde ich sagen. Also nicht super, super teuer, aber da denke ich schon zweimal nach, ob ich mir das jetzt kaufe oder nicht. Weil ihr wisst, meine Schublade und Schränke sind voll. Ich brauche eigentlich nichts. Dann noch mein liebstes Puder in diesem Jahr. Da haben wir auch schon eine Hit-the-Pan-Situation. Das werde ich auch sicherlich nachkaufen, sobald es irgendwann mal komplett leer ist. Das ist von L'Oreal, das Infallible 24 Stunden Matt Puder. Und das benutze ich auch besonders gerne halt im Alltag, wenn ich tatsächlich nur eine CC Cream verwende, also zum Beispiel nicht die von IT Cosmetics, sondern so andere, die ich auch gerne benutze und dann dieses Puder darüber und dann bin ich fertig. Also das deckt halt nochmal richtig, richtig gut ab, also Respekt. Ist ein sehr gut deckendes Puder und es macht halt auch genau das. Ob es jetzt wirklich 24 Stunden durchhält, habe ich persönlich noch nie getestet, aber es mattiert gut, also ich fange nirgendwo an zu ölen wie so eine Bekloppte und es ist schnell aufgetragen, es ist nicht fleckig, nicht sonst irgendwas, also ich bin ein echter Fan davon, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, das zweite L'Oreal-Produkt, das mich in diesem Jahr echt vom Hocker gehauen hat. Als nächstes kommen wir zu einem Rouge, das einer meiner absoluten Favoriten in diesem Jahr war. Ich benutze halt viele Produkte, auch alles abwechselnd, sodass ich alles ungefähr ein bisschen aufbrauche. Aber zu dem hier habe ich auch sehr, sehr oft gegriffen. Das ist von Benefit der California. Das ist halt so ein eher so ein pinker Ton und hat halt gleichzeitig auch diesen Goldschimmer mit drin. Und das ist auch so, glaube ich, der Grund, weshalb ich das so gerne mag. Weil ich halt finde, das gibt halt direkt schon irgendwie so ein Glow und ich mag sowas einfach sehr gerne. Also da sieht man halt frisch mit aus und ja, erholt und einfach, es ist ein schönes Produkt, ja. Es macht halt so ein bisschen diesen Schimmer. Ich mag das auch besonders gerne im Sommer, wenn man halt so ein bisschen glowy hat, aber es halt nicht irgendwie zu intensiv ist. Der ist halt auch sehr dezent und das ist gerade natürlich für so Alltagslooks halt super gut. Klar, ich brauche hier ein bisschen mehr so für die Kamera, aber wenn ihr was Dezentes, aber trotzdem irgendwie Hübsches mit Glow sucht, was halt nicht zu in your face ist, aber irgendwie hübsch aussieht, so wie, ach, sie ist frisch und erholt und hat gut geschlafen, dann nehmt den hier. Also ich mag den wirklich super gerne und es ist halt, wie gesagt, eher so ein pinker Ton, aber ich
finde den halt richtig toll. Dann zeige ich euch auch noch einen neuen Bronzer, der dieses Jahr bei mir eingezogen ist und den ich auch schon sehr, sehr oft und viel verwendet habe. Der stand so lange auf meiner Wunschliste und ich bin glücklich, dass ich ihn endlich gekauft habe. Das ist der Butter Bronzer von Physicians Formula, heißt die Marke. Auf jeden Fall ist das so ein ganz zarter Bronzer auch. Ihr seht, meine Lieblingsprodukte sind tatsächlich eher dezente Produkte für den Alltag. Ja, erstaunlich. Und das als Make-up-YouTuberin hier. Naja, auf jeden Fall finde ich den halt richtig toll. Vor allem, der riecht halt einfach nach Urlaub. Es ist halt so ein Kokosduft und oh Gott. Leute, wenn ihr meine anderen Videos kennt, ihr wisst. Me and the Kokosnuss, das ist auf jeden Fall eine Obsession, ja. Und mein absoluter Lieblingshighlighter in diesem Jahr war definitiv der Becker Champagne Pop. Auch ein Klassiker, den sehr, sehr viele besitzen und das war auch einer der besten Käufe, die ich jemals getätigt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Packaging eigentlich gar nicht so schön. Ich finde, es erinnert mich irgendwie immer an UFO-Untertasse und es ist irgendwie so, naja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber es geht ja um den Inhalt auch des öfteren Mal, ja. Es geht uns nicht nur ums Packaging. Wir stehen auch auf die inneren Werte. Und dieser Highlighter ist einfach so unfassbar schön. Der verschmilzt halt einfach so krass mit der Haut. Also ich kann das gar nicht beschreiben, doch ich kann es ein bisschen beschreiben. Zum Beispiel der, den ich heute drauf habe, ist einer von Pixi. Und bei manchen Highlightern ist es halt so, dass man halt richtig merkt und auch auf der Haut sieht, dass man da eigentlich nur Glitzerpartikel aufträgt. Aber das hier ist halt wie so ein Glitzerpuder einfach, was wirklich nochmal mit dem, was ihr da drüber aufgetragen habt, so richtig verschmilzt. Das heißt, es ist halt einfach sehr ebenmäßig, sehr gleichmäßig und damit halt auch nicht so dieses super, super, super Glitzernde, sondern einfach nur so, ah, she's got the glow, ja? Und das mag ich halt daran. Habe ich auch schon in vielen Videos erwähnt, Thema Augenbrauen und ich mache es auch hier nochmal ganz kurz, aber da sind auch nach wie vor meine Favoriten. Einmal alles von Benefit, bitte. Insbesondere liebe ich halt den Precisely My Brow Pencil. Das ist halt dieser, also so ein ganz, ganz feiner Micro-Brow-Pencil. So ein schwieriges Wort. Wieso gibt es das eigentlich nicht auf Deutsch? Augenbrauenstift. So, der ist sehr, sehr schmal. Damit male ich mir halt immer im Prinzip halt alle Lücken, fülle ich damit auf und male die aus. Und als Setting nutze ich halt oft den Gimme Brow. In der Farbe 3 habe ich das alles. Ich habe aber auch genauso diesen farblosen Setter, diesen 24-Hour-Setter. Und ich habe auch noch den, wie hieß dieses andere Ding da? Moment. Wie heißt du? The Brow Styler. Der Brow Styler, den habe ich auch aufgebraucht. Der ist jetzt nur noch da, weil das so ein Zwei-Seiten-Produkt ist und das Puder, da ist halt noch was drin. Gehen wir nochmal über zum Thema Augen und da zeige ich euch auch meinen allerliebsten Liner, also Gel-Liner, Highliner heißt der eigentlich. Und zwar von Marc Jacobs. Die Highliner heißen die. Gel Eye Crayon. Genau, und ich habe den in Schwarz und dieses Jahr hat es keinen Beitrag geschafft, weil die Dinger halt auch echt wehtun, ja. Ich glaube, der kostet 23 Euro oder so. Ich meine, hallo, für einen Gel-Eyeliner-Stift, hackt es oder was? Aber er ist halt verdammt gut. Also das muss ich einfach sagen und deswegen halte ich ihn natürlich auch in die Kamera. Ich habe den halt damals bei Sephora beim Store-Opening in Köln habe ich den gekauft und ich, was soll ich dazu sagen? Also ich finde den einfach nur mega geil. Ich benutze den so, so oft. Witzigerweise tatsächlich off-camera. Also das ist so mein Alltagsprodukt. Damit male ich mir immer oben den Wimpernkranz halt ein bisschen dichter. Dann kommt da Mascara drüber. Und dann habe ich wirklich einen sehr, sehr, sehr schönen, dezenten Look halt so für den Alltag. Was halt nichts so, ah, ich mache jetzt wieder krasse Wingen und so, ne? Das ist halt was Alltagstaugliches. Und ich liebe den, der ist halt unfassbar krass gut pigmentiert und deswegen wünsche ich mir halt auch noch mehr Farben davon. Vielleicht wird es ja 2021 noch ein bisschen besser mit der YouTube-Karriere hier und dann kann ich mir davon noch die anderen 15 aus dem Sortiment kaufen oder so, wie die, ich weiß nicht, wie viel es gibt. Viel zu viele. Und in Sachen Mascara wird es euch auch nicht wundern, denn diese zwei hier zeige ich bis zum Erbrechen, werden überall genutzt. Da ist tatsächlich auch die Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara aus der Drogerie für 3,95 € seit so vielen Jahren mein Favorit. Muss ich eigentlich nicht mehr viel zu erklären. Also das ist einfach für mich die allerbeste Mascara neben der hier auf dem Planeten. Und das ist die Better Than Sex Mascara. Ich habe auch noch die andere, die Tarte, die Lights Camera Lashes. Ich war kurz am überlegen, ob ich euch drei Mascaras zeigen sollte. Da dachte ich so, nein, das ist zu viel. Die zwei sind auf jeden Fall meine absoluten Favoriten. Die dürfen niemals leer gehen. Meistens benutze ich die sogar in Kombination, weil ich finde, die hier macht halt sehr lange und schön definierte Wimpern und die gibt halt noch Volumen
Blumen dazu. Und in Kombination bin ich dann mega happy mit meinen Wimpern. Bleiben wir doch direkt beim Thema Wimpern und da möchte ich euch XO Lash Professional nochmal zeigen. Die habe ich dieses Jahr über eine Kooperation kennengelernt. Das ist ein System aus magnetischem Eyeliner und falschen Wimpern, die ich auch heute trage. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das hat so langsam mal mein falsche Wimpernproblem endgültig aufgelöst, denn das funktioniert auch für Sarah. Ich hatte es immer in den letzten Jahren versucht, halt mit diesen klassischen künstlichen Wimpern, die man aufklebt. Ich habe oft den Kleber nicht vertragen, auch den Sensitivkleber und den Sensibelchenkleber und den Allergiekleber nicht vertragen und dachte mir immer so, WTF, es muss doch künstliche Wimpern auf diesem Planeten geben, die auch für dich funktionieren. Und das ist tatsächlich halt nur die Kombination mit diesem magnetischen Eyeliner. Den Liner vertrage ich super gut und die Wimpern sind halt einfach echt krass schön. Also das hält so unfassbar geil. Ich habe dazu ein ganzes Video gemacht. Falls ihr das gucken möchtet, verlinke ich euch das ganz gerne hier oben. Da seht ihr die komplette Review dazu und auch die Anwendung Step by Step. Und das ist halt einfach the shit. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich die dann jetzt entdeckt habe dieses Jahr. Und ja, werde die auf jeden Fall auch weiter im nächsten Jahr verwenden. Kommen wir zum Thema Lidschatten und zu dem Kauf des Jahres für mich persönlich. Ich habe mir seit langem mal wieder eine Lidschattenpalette auch geholt. Wobei ich habe mir, glaube ich, letztes Jahr auch nur eine geholt. Also ihr seht, ich bin in Sachen Lidschattenpaletten mittlerweile sehr wählerisch geworden. Da zieht nicht jedes Mal ein neuer Launch bei mir ein. Und die Niki Tutorials Beauty Bay Palette, ich bin halt ein Riesenfan von ihr und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Beauty Bay Lidschattenpaletten haben mich schon so lange angelacht. Die vertreiben ja seit einigen Jahren auch eigene Produkte, also die einfach Beauty Bay heißen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hier sind ja Beauty Bay Lidschatten und die Qualität ist einfach so krass gut. Also die Palette hat halt gerade mal 30 Euro gekostet. Ich habe sie euch ja schon gezeigt. Ich habe dazu auch ein komplettes Video gemacht. Kann ich euch ebenfalls gerne nochmal verlinken. Aber die ist halt einfach nur wunderschön. Die Farben sind unfassbar toll. Man sieht es halt nur von Namen, dass ich die schon echt gut benutzt habe. Ich bin halt kein so ein absolut krasser Junkie, der jetzt hier jeden Tag hier so boom, einmal alles sich draufklatscht. Ne? Ich benutze solche Produkte halt einfach normal. Ne? Also ich bin jetzt kein super krasser Make-up-Guru hier. Aber ich finde die wirklich toll. Ich finde die wahnsinnig toll und ich freue mich auch darauf, diese ganzen bunten, knalligen Farben im Frühjahr, Sommer noch ein bisschen mehr auszukosten, weil die wurde ja gegen Ende des Jahres gelauncht. Aber es war irgendwo, glaube ich, klar, dass ich die mit reinnehme, oder? Also ich konnte nicht anders, weil das ist it, ja. Das ist mein geilster Kauf in diesem Jahr. Dann kommen wir noch zum Thema Lippenstifte. Und auch da habe ich seit Jahren unfassbar viele verschiedene Favoriten. Aber es gibt ein so ein Favoritending, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Und das sind die Liquid Lipsticks von Pixi. Die heißen auch, glaube ich, einfach nur Liquid Lipstick. Ich weiß es gar nicht. Ich meine ja. Auf jeden Fall habe ich davon, wie ihr sehen könnt, jetzt schon so einige. Gerade mal gucken hier. Ich habe jetzt insgesamt schon 4 Stück davon. 2 waren aus einer Limited Edition, aus der Maya Maquillage. Das ist eine Influencerin-Kollektion. Aber ich habe halt hier diese verschiedenen Töne. Das sind halt hauptsächlich so Beeren und ein orangefarbener Rotton eher und halt so Nude. Und die sind einfach so geil. Die sind so, so gut. Ich finde die richtig klasse. Ich mag alle Farben davon. Die lassen sich halt mega geil präzise auftragen. Also die haben halt auch ein sehr spezielles Schwämmchen sozusagen. Also diesen sehr spitzen Schwammapplikator, den ich halt mega praktisch finde. Damit braucht ihr halt wirklich auch keinen Lipliner, weil ihr sehr präzise damit arbeiten könnt. Und die Farben halten mega lange. Die sehen sehr schön matt aus, ohne dass die Lippe halt zu trocken wird. Ich mag die halt einfach. Also das Finish ist auch einfach klasse. Es sieht toll aus und ihr sprecht mich auch sehr, sehr, sehr oft auf diese Lippenstifte an, wenn ich die trage. Und ja, sind auf jeden Fall mit meine Favoriten dieses Jahr gewesen. Und als letztes, der allerletzte Favorit in diesem Video, ist noch eingepackt, das All Nighter Setting Spray von Urban Decay. Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, brauche ich wirklich ein Setting Spray? Merkt man wirklich den Unterschied? Hat das überhaupt einen Sinn? Warum machen die alle immer pf, 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 pf? Dann habt ihr das hier noch nicht probiert, weil mit dem hier merkt ihr den Unterschied. Finde ich persönlich. Also, wenn man sich das aufsprüht, und das war auch einer meiner absolut wichtigsten Begleiter,
tatsächlich im letzten Jahr, als wir ja beim TV-Dreh von Mit Nagel und Köpfchen waren. Mich haben immer alle gefragt, boah, dein Make-up, das sieht auch nach so einem langen Tag noch gut aus. Und obwohl du geschwitzt hast, da läuft dir nichts die Visage runter. Was soll ich dazu sagen? Natürlich ist es eine gute Base, aber es ist auch ein gutes Setting-Spray. Und das hier funktioniert halt richtig, richtig gut. Also gerade auch, wenn man merkt so, ah, jetzt hat sie noch eine Tonne Puder drauf und wieso habe ich hier ein Haar? Geh's bitte weg, danke. Dieses ganze Gepudere die ganze Zeit, auch gerade beim Fernsehen, ne? Also wenn da viele Schichten Puder, Puder, Puder drüber kommen, Setting Spray is the key, ja, damit das Ganze halt nicht einfach so super künstlich aussieht und hält halt einfach nochmal alles so ein bisschen zusammen und lässt auch immer noch das Rouge und den Bronzer halt gut aussehen und ist einfach für mich persönlich unverzichtbar, auch wenn ich hier drehe, benutze ich meistens das hier. So, meine Hübschen, das waren meine persönlichen Beauty-Favoriten. Ich habe mich versucht, auf das Wesentliche zu beschränken, okay? Ich habe mein Bestes gegeben. Und dann kommen wir jetzt natürlich noch zum Kommentar des Tages. Und der kommt heute von Eva B. Sie hat auf meinem Black Friday Haul kommentiert. Das ist noch schon ein bisschen länger her jetzt, wenn ihr dieses Video seht. Hey, du machst dir immer so viel Mühe mit deinen Videos. Ich freue mich auf deinen Merch. Ich denke, ihr habt schon tolle Ideen mit flotten Sprüchen von dir oder Statements auf einem Shirt. Bleib weiter so, wie du bist. Liebe Grüße. Liebe Grüße erstmal zurück an dich, liebe Eva. Und naja, Thema Merch, was soll ich dazu sagen? Ich halte mich noch bedeckt und wir schauen mal, was 2021 bringen wird. Aber Daniel und ich haben da Pläne, also lasst euch überraschen und ja, schaltet unbedingt die Violet Week ein. Nach Weihnachten, nach den Feiertagen kommt jeden Tag ein Video bis Silvester. Das sind nochmal 5 Videos am Stück, die auch auf jeden Fall nicht verpassen, liebe Leute. Das wird großartig. Da kommen nur eure Videowünsche. Und ich glaube, das wird richtig cool. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.